Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Insurgents. Wir befinden uns gerade in der achten und letzten Arena des Spiels. Ja. Und wir treffen am Ende Adam, den ersten Augur, der hier anscheinend eingesperrt wurde. Der ist der Arenaleiter und der hat uns anscheinend irgendwas Wichtiges mitzuteilen. Ich bin schon durchaus gespannt, was das ist, ehrlich gesagt. Deswegen gucken wir, dass wir hier so schnell wie möglich durchkommen. Hoffentlich auch so gut wie möglich. Das wär auch nicht schlecht. Die Denne! Yay! So. Oh, hallo! Bist du nicht süß? So, auf Wiedersehen. Ja, das tut mir leid für dich. Und Landtouren, 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 Landtouren. Wer kann denn fies? Kannst du fies? Haha, das war jetzt aber dumm, weil das Ding ja auch Elektro ist. Ja, das war clever von mir. Manchmal vergesse ich zwei Typen oder ich vergesse, welcher Typ mein Pokémon ist. Und gut, dass er keine Elektroattacke eingesetzt hat. Ah. Das war ganz schön doof von dir, meine Liebe. So, hier ist noch ein Trainer. Dass sie alle nicht mit mir kämpfen wollen. Ja, zeig mir mal, wie man hier unten kämpft. Ich bin gespannt. Okay, es fliegt halt einfach. Okay. Werfen wir einen Stein drauf. Das tut genug weh. Yay, Blizzard. Warum sah das so aus, als würde es fliegen? So, hi. Wir wechseln da mal eben aus. Auf unser Feen-Pokémon. Und das steht nicht auf der Plattform. Das ist auch gut. Sehr schön. Das steht irgendwie ein Stück zu weit vorne. Auf Wiedersehen. Das dürfte, glaube ich, das letzte Spiegelrätsel sein. Oder? Man sieht es ja immer nicht. So, haben wir alle Trainer hier besiegt? Ja. Ja, ja, ja. Okay. Na gut, na gut. Ach du meine Güte, der Raum ist viel zu groß und unübersichtlich. Ich bin hier, kann ich nicht einfach... Ach nein, da steht was im Weg. Fies. Ich hätte das jetzt einfach so mittig durchgeleitet, aber anscheinend darf ich das nicht. Was ich ganz schön gemein finde. Ehrlich gesagt, habe ich gerade den Hyperpotion... Naja. Gut. Schauen wir uns das mal an. Kann ich den hier runterdrehen? Ah, das wird jetzt mehr ausprobieren, als irgendwas zu wissen. Weil ich habe echt keine Lust, mir hier einen großen Plan zu machen. So. Kann ich das... Das kann ich nicht gerade weiterlenken, oder? Ich fürchte nicht. Dann probieren wir den hier noch. Nein. Was ist das? Was ist hier passiert? Ha, das scheint nicht richtig zu sein. Das scheint nicht richtig zu sein. Wir machen den wieder hoch. Nein. So, das hier bringt uns absolut nichts. Gut, dann ist das schon mal nicht richtig, wie ich es gelenkt habe. Dann machen wir das vielleicht so rum. So. Okay, ich habe einen Kreislauf gebildet. Krieg ich dafür extra Punkte? Gibt das Bonuspunkte? Das fände ich nur fair, wenn ich dafür Bonuspunkte bekomme, dass ich sowas Cooles gemacht habe. Kann er das da? Oh ja, der leitet das an zu nichts. Auch gut. Kann er das nicht einfach hochleiten? Aber wie soll das denn insgesamt funktionieren, wenn ich das nicht einfach durchleiten kann? Hä? Okay. Wie soll denn das hier funktionieren mit der Tür? Da ist ja der Spiegel sowieso im Weg, oder nicht? Und ich kann ihn nicht hier drauf... Doch, hier unten ist ein Spiegel. Da muss ich den Strahl hier unten auf den Spiegel bekommen. Dass ich das hochleiten kann. Dann kann ich das von da aus auf den Spiegel rüberleiten nachher. Genau so. Okay. Wie bekommen wir das jetzt da runter? Das ist die
die größere Frage. Kann ich vielleicht... Ah, dieses Drehen, ne? Man kann sie immer nur abprallen lassen. Das heißt hier, 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 hier. Okay. Mann, ist das gemein und verwirrend. Kann ich den Spiegel nicht einfach zertreten und wegtun, dass ich einfach da durchschießen kann mit dem Laser? Miri, guck bitte nicht in den Laser. Nachher bist du blind. Das hilft keinem was. So. Und jetzt noch hier rüber. Den hier sollten wir vielleicht drehen. So. Eine Tür hat sich irgendwo geöffnet. Nein, den möchte ich nicht drehen. Okay, wir haben es tatsächlich geschafft. Unglaublich. Hat ja nur 100 Jahre gedauert. Da gibt es bestimmt auch mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Wahrscheinlich ist meine die komplizierteste oder so. Okay. Da ist er. Da ist er. Guck mal, der hat fast die gleiche Haarfarbe wie ich. Nur in pinker. Okay. Nun, Miri. Du siehst wirklich älter aus. Hör zu. Wir kennen uns? Was weißt du über den ersten Augur? Nicht viel, hä? Ich denke, das weiß niemand mehr mit all dem, was Jayan getan hat, um meinen Namen rauszuzensieren. Das ist richtig. Mein Name, ich war der erste Augur. Ich bin nicht tot, auch wenn ich hier gefangen bin. Wird es wohl so sein. Ich denke, es ist Zeit für eine Geschichte, nicht wahr? Vor ein paar Jahren, war die Torrenregion noch komplett, ein komplettes Chaos. Wenn man davon einmal absieht, war das Leben für mich toll. Ich war glücklich, ich hatte eine Familie, ich war Arenaleiter. Ich wurde von Hooper auserwählt, einem legendären Pokémon. Und deswegen wurde ich arrogant. Ich dachte, ich könnte allein alle Probleme von Torren lösen. Also, als ich einen der am meisten respektierten Trainer aller Zeiten gesehen habe, habe ich alles versaut. Was? Was? Es stellte sich heraus, dass sie Teil einer Gruppe von legendären, unglaublichen Trainern ist. Sie haben dieselben Probleme gesehen wie ich und ich habe sie dazu überredet, einen großen Fehler zu machen. Guckt euch mal die an. Das Cynthia und Treu und die anderen beiden kenne ich nicht. Ich habe euch endlich gefunden. Ihr Leute wurdet auserwählt von Arceus, um den, ihr wisst schon was, zu bewachen. Die stärksten Trainer durch die der ganzen Geschichte. Die Zeitlosen. Ich bin ein großer Fan von euch. Ich... Was? Wirklich? Das ist der eine, mit dem du den Kristall anvertrauen willst? Er ist viel stärker, als es aussieht. Ich bin sicher, dass er ein würdiger Verbündeter ist. Du hast besser damit recht. Adam, du weißt, warum du hier bist, richtig? Ich, ja, all die Kulte, all das Chaos in der Region. Ich kann es nicht alleine aufhalten. Ich brauche eure Hilfe. Und, wie hast du um alles in der Welt von dieser Gruppe erfahren? Ich war auf Route 2 und habe Cynthia in Action gesehen. Du, was? Cynthia, was? Sie war versteckt, aber ich habe gesehen, wie Lucario sich mega entwickelte, um ein Baby Riolu zu beschützen. Haben wir das Mega Lucario nicht auch gesehen? Ganz am Anfang? Pokémon können nicht alleine sich mega entwickeln. Ich wusste, dass da irgendwas vor sich geht und ich habe sie in einer Höhle gefunden. Das haben wir auch gesehen. Das mit dem Mega Lucario. Ganz am Anfang, erinnert ihr euch, in einer der ersten Folgen. Sie wollte sie zuerst nicht zeigen, aber als sie gemerkt hat, dass ich Hooper hatte, hat sie diese ganze Sache erwähnt. Cynthia, wir haben darüber geredet. Du musst vorsichtiger sein. Hooper hat ihn auserwählt. Er ist vertrauenswürdig. Ich weiß es. Wir werden darüber abstimmen. Dummerweise ist die Seite, die dafür war,
Dass du den Kristall auserwählst, nicht, was auch immer. Aber Adam, du musst gut zuhören. Selbst wenn wir, selbst wir wissen nicht, wofür der Kristall ist. Wir wissen nur, dass Arceus möchte, dass er beschützt wird. Und wenn Arceus möchte, dass er beschützt ist, dann ist es wichtig, dass er, dann ist es klar, dass er wirklich wichtig ist. Leute haben schon versucht, ihn zu stehlen und ich kann das nicht passieren lassen. Du meinst diese seltsamen Kultisten, die wie Giratina aussehen? Sie haben keine Chance. Nicht, wenn ich den Kristall an meiner Seite habe. Sie sind keine Kultisten. Sie sind etwas anderes. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, was. Zum Glück können sie es nicht einfach von dir stehlen. Sie müssen dich zuerst besiegen. Meine Gruppe hat entschieden, dir den Kristall zu überlassen. Gegen meinen Rat. Um dir zu helfen mit dem großen Problem, das die Kulte in Torren anrichten. Aber du musst ihn zurückgeben. Du kannst ihn nicht in die Hände der Giratina-Gruppe fallen lassen. Du darfst ihn nicht verlieren. Hast du das verstanden? Du darfst nicht verlieren. Ich habe verstanden. Ich werde euch nicht enttäuschen, Leute. Ich werde nicht verlieren. Tja. Ich habe verloren. Ja, gut. Ich habe mehr gewollt, als ich es tun konnte. Ich dachte, ich wäre unbesiegbar. Und irgendwie war ich das auch. Mit Arceus uraltem Kristall konnte ich nicht sterben oder besiegt werden. Aber ich habe eine sehr wichtige Lektion an diesem Tag gelernt. Lege dich niemals mit jemand an, der intelligenter ist als du. Denn jede Unbesiegbarkeit hat irgendwo ihren Haken. Es war wirklich clever, das muss ich zugeben. Genau vor einem Jahr haben Persephone und Jaern die intelligente Idee gehabt, meine Familie gegen mich zu benutzen. Oh nein. Oh. Okay. Um meine Tochter zu beschützen, musste ich die Kämpfe beenden. Aber selbst damals, selbst als ich nicht zurückgekämpft habe, war ich immer noch unverwundbar. Das ist das erste Mal gewesen, als Persephone Darkrai getroffen hat. Sie hat es dazu überzeugt, mich in die Traumrealität meiner Tochter, meine Traumrealität zu sperren. Und dann überzeugte sie Gengar, den Traumfresser einzusetzen. Zum Glück konnte ich Hooper kontaktieren, mein Partner, der immer noch in der normalen Welt war. Ich habe Mew schicken lassen, um dich zu retten. Und ich habe dich aufgeweckt, um dich zu führen. Ich habe über dich gewacht. Und du bist jetzt schon so viel besser, als ich es war. Du hast Audrey und Zenith besiegt. Du bist der Held dieser Geschichte, nicht ich. Und es ist an dir, den Kristall wieder zu vereinigen. Und es seinen Wächtern zurückzubringen und die Giratina-Gruppe aufzuhalten. Sie haben uns schon immer manipuliert. Ich bin nicht sicher, wie und warum, aber sie möchten den Kristall. Dieser ganze Prophezeiungsmist und dieser Fake-Prophet, den du in der Infernalbasis getroffen hast, was auch immer für eine seltsame Fähigkeit Zenith hatte, es führt alles zurück zu ihnen. Ich wünschte nur, ich wüsste mehr über sie. Miri, der einzige Weg raus aus der Traumrealität ist mit einem legendären Pokémon. Hooper hätte mich herausholen können, aber ich hatte es nicht dabei, als ich hierher geschickt wurde. Darkrai, was? Hat mich höchstwahrscheinlich vergessen, aber du hast Mew. Und mit einem 8. Orden wirst du in der Lage sein, die Fähigkeit von Hooper zu kopieren. Hyperspace Hole. Na, das ist ja mal ein cooler Name. Du kannst hier rauskommen. Aber du musst, um den Orden zu bekommen, musst du fair gewinnen. Ich weiß, das ist jetzt eine ganze Menge zu verarbeiten und es tut mir leid. Es war auch nicht einfach, dir all das zu erzählen. Ich wünschte, ich hätte es irgendwie angenehmer machen können. Aber du musst eine Welt retten. Wir haben keine Zeit. Das ist ein Kampf, der geschehen muss. Es ist Zeit zu beginnen. Ich hoffe, du bist bereit. Vater gegen Tochter, das ist der Kampf des Jahrhunderts.
Okay.